Hinzufügen von WeConnect live auf der Azure Pep Mainz Konferenz 2016. Bei mir ist Roland Müller von Endres & Hauser. Mein Name ist Roland Müller, ich arbeite für die Firma Endres & Hauser, gleichzeitig als nebenberufliche Tätigkeit für die Firma Axel Schröder als Berater im agilen Umfeld. Bin seit 25 Jahren bei der Firma Endres & Hauser in verschiedensten Bereichen, Entwickler, Hochfrequenz, Radar, Projektleiter, Softwareabteilungsleiter und seit neuestem der Leiter vom Project Management Office. Wie kam Agile zu Ihnen oder wie war es andersrum? Also es war andersrum. Ich war auf einer Konferenz, netterweise in Las Vegas. Dort war eine Co-Located Conference über Agile. Habe mich per Zufall in diese Sessions reingesetzt und habe dann gemerkt, die beschreiben eigentlich die Probleme, die ich habe. Sie haben die Eröffnungs-Keynote heute gehalten zu agilen Prozessen im Non-IT-Bereich. Ja. Können Sie das kurz zusammenfassen und welche Chancen haben Sie für Endres & Hauser gesehen für Agile? Wenn man über Agile nachdenkt, merkt man, dass die Prinzipien, die darunter liegen, eigentlich mit Software nichts zu tun haben. Das sind, sagen wir mal, Soft-Faktoren, die man genauso auf Non-IT anwenden kann. Man muss nur die Non-IT-Kollegen davon überzeugen, dass ihnen das helfen kann. Verstärkt wird das Ganze sicherlich dadurch, dass man in immer komplexere Situationen sich verfängt, die mit traditionellen Methoden einfach nicht mehr durchzuplanen sind. Das begreifen auch die anderen Disziplinen. Und deswegen ist es immer leichter, auch jetzt für Axel Schröder beispielsweise, Kunden zu finden, die das auch im Non-IT-Bereich einführen wollen und müssen, weil sie anders keine Erfolgschancen mehr haben. Welche Methoden nutzen Sie denn und welche Bereiche? Gut, man muss auf die Teamebene natürlich unterscheiden. Scrum, Kanban sind Design Thinking, sind typisch teamorientierte Dinge. Es gibt auch ganz banale Taskboards, die auch in Scrum angelehnt sind, aber nicht timeboxed sind. Für die indirekten Bereiche wie Einkauf beispielsweise, Betriebsmittel, Prozess, Verfahrensentwicklung. Dann gibt es natürlich im Projektmanagement-Bereich gibt es eigentlich auch agile Methoden. Man kann da Reliable Ground Critical Chain Management nennen, sodass man den Durchbruch eigentlich schafft, wenn man sich um beide Methoden annimmt, sowohl dem Projektmanagement als auch den Teammethoden. Sie haben es ja schon angesprochen, dass Sie das Team überzeugen mussten. Was waren denn andere Herausforderungen oder Hindernisse bei der Einführung von Agile? War es eher der Mensch der Faktor oder andere Sachen? Die Menschen waren nicht der Faktor, die hat man relativ schnell überzeugt. Das war das organisatorische Umfeld, das man überzeugen musste. Das mittlere Management insbesondere, wenn das mittlere Management sehr stark geprägt ist, die Sachen in der Hand zu halten, das mittlere Management davon zu überzeugen, loszulassen und dem Team die Verantwortung und die Freiheit zu geben. Ich denke mal, das ist eines der Hauptkritik und Hauptschwierigkeiten, mit denen man sich auch als Coach auseinandersetzen muss. Haben Sie auch einen Coach dazugezogen bei der Einführung bei Endres & Hauser? 2008 hatten wir das eingeführt, zuerst in Teams in den USA. Da haben wir auch einen Coach aus den USA wirklich mit dazugenommen. Als wir dann die agilen Methoden im Projektmanagement-Bereich eingesetzt haben, ob man die agil nennt oder ob man die Lean oder wie auch immer man sie nennt, da haben wir auch einen Coach noch dazu gezogen für die erste Implementierung. Ja. Jetzt haben Sie Lean selber schon angesprochen. Ja. Wie passen denn Lean und Agile für Sie zusammen? Gehen die getrennt gar nicht mehr? Oder? Gut, Lean ist erstmal die Vermeidung von Verschwendung. Ich glaube, das ist der beste Begriff, den man dort hat. Und agile Methoden versuchen auch Verschwendung zu vermeiden. Ich denke mal, die Quellen von Lean sind zwar verschieden, aber die Zielrichtung von beiden sind die gleichen. Lean kommt eher aus der, sagen wir mal, Produktionsbereich. Toyota kennt jeder. Aber am Ende gibt es einen gemeinsamen Satz von Werten. Und da unterscheide ich jetzt nicht so groß zwischen Lean und Agil. Für wie wichtig erachten Sie denn den Einsatz agiler Methoden für die Zukunft Ihres Unternehmens? Man muss sie kombinieren auf der Teamebene und auf der Projektebene. Ich denke mal, wir waren jahrelang nicht in der Lage, die Herausforderungen zu managen. Wir hatten keinen Fortschritt trotz hoher Bemühungen bei der Teaminhaltigkeit, bei der Effizienzverbesserung, bei der Durchsatzoptimierung. Und erst als wir das jetzt umgestellt und eingeführt haben, haben wir da Verbesserungen bemerkt. Das heißt, wir diskutieren gar nicht mehr darüber, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht. Wir sehen einfach, es geht nicht mehr anders. Was ist denn ein aktuelles Projekt, was Sie gerade agil durchführen? Ja, ich bin jetzt Leiter vom Projekt Management Office und wir führen dort eben die Lean-agilen Methoden, Critical Chain Management in dem Falle, ein und kombinieren die mit den agilen Methoden auf Teamebene. Das ist das Projekt, das wir bei Endres & Hauser durchführen. Als agiler Coach für die Firma Axel Schröder bin ich im Moment dabei, Teams zu coachen, die über Standorte hinweg
zusammenarbeiten müssen und dort eher die Kooperationsdinge sich gegenseitig beliefern. Continuous Integration, das sind so die Problemfelder bei Teams, die nicht an einem Standort sitzen. Was erhoffen Sie sich bei der Konferenz auch mitzunehmen? Wieder ein paar Begeisterte mehr zu haben am Ende. Auch vor allen Dingen Input zu sammeln, wie man agil jetzt im Unternehmen einführt. Ich glaube, das Einführen von agil in den Teams ist relativ straightforward und gut beschrieben. Das Unternehmen zu überzeugen, das mittlere Management, das Top-Management, Einkauf, das sind die Herausforderungen. Und da hoffe ich mir ja was mitzunehmen. Ja. Dabei wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich bedanke mich bei Vielen Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.